Und damit willkommen zurück zu Vertigo. Das letzte war der Officer da und hat ihn konfrontiert damit, dass Samuel tot ist. Und wir haben Fingerabdrücke mitgenommen. Und jetzt haben wir die vierte Session. Bitte hören Sie auf. Danke für, dass Sie den Sheriff, dass Sie ihn zur Rede gestellt haben. Sie waren mein Patient, aber... Sie waren mein Patient. Das gehört zu meinem Job. Das bin ich immer noch. Ah, er möchte das. Auch gute Information. Bitte helfen Sie mir. Bitte... es ist wirklich jetzt, hat sich gedreht. Als der Sheriff hier reingeplatzt ist, da haben Sie gesagt, Sie hätten mir was zu sagen, doch es sei nicht der richtige Zeitpunkt. Wie wär's denn jetzt? Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ah, hätten wir es auch erzählen können? Oder wären wir immer unterbrochen worden? Mir fehlt noch immer ein Teil des Puzzles. Nur eins. Es geht darum, dass der Vater das Auto runtergeschubst hat. Und ich erzähle Ihnen alles, ohne befürchten zu müssen, Sie weiter zu verletzen. Vor Ihrem Unfall als Kind, Tage, vielleicht Wochen davor, wenn es das ist, was ich denke... Etwas, das Ihr Vater Ihnen über Ihre Mutter erzählt hat. Oder vielleicht andersherum. Etwas, das Sie parteiisch gemacht hat. Vielleicht habe ich da was für Sie. Ich glaube... Ja. Es war an dem Wochenende vor dem Unfall. Ich war wie besessen von diesem Seemannslied. Dem Seemannslied? Also wir sind wieder piratentechnisch unterwegs. Aber nur noch eine Session? Ich glaube nicht, dass wir fast durch sind mit dem Spiel. Ich denke, da kommt noch einiges. Und die Frage ist ja auch am Ende, müssen wir den Fall lösen oder ist das schienenartig, dass das relativ klar auf dieses Finale hinausläuft? Also können wir noch falsche Entscheidungen treffen? Das Seemannslied. Ein Shanti also? Drunken Sailor oder wie war es bei Dishonored Drunken Whaler? Ich glaube Drunken irgendwie so. Ach, ein schönes Spiel, Dishonored. So, komm, weiter geht's. Lange Ladezeit. Also, noch mehr als das eigentliche Lied hat mich der Text fasziniert. Ohne, dass ich überhaupt wusste, warum. Wie ging der Text denn? Worum ging's da? Da wird das Video geclaimt, eindeutig, mit dem Song, aber egal, wir hören uns alles an.
lass sie. Ich habe mir dieselbe Stelle wieder und wieder angehört. Warum gerade dieser Vers? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil es ein Samstag war und ich am Sonntag Taschengeld bekam. Oh, kleine Schwester. Natürlich gucken wir nach unserer Schwester. Kein Lied ist es wert, dass es irgendwie den Menschen schlecht geht. Ruckeldiruckuck. Wie marschiert denn der hier rein? Special Agent Miller, ich hätte da eine extrem wichtige Mission für Sie. Ich wollte Jenny sehen. Ich spiele nicht mehr Spion. Jawohl, Colonel. So ist schon besser, Special Agent. Wie Sie wissen, befinden wir uns mitten im Kalten Krieg gegen unseren Erzfeind. Den Russen. Der Kalte Krieg ist vorbei. Natürlich hier. Der Tausendsauger-Krake. Schluss mit diesen Hirngespinsten, Miller. Das hier ist ernst. Ich rede hier vom verdammten KGB. Gleich mehrere von deren Agenten haben 3 Atombomben in einer unserer streng geheimen U-Boot-Basen deponiert. Ich werde sie entschärfen. So streng geheim können sie ja nicht sein. Ich werde den Piratenschiff. Ich entschärfe sie persönlich, Sir. Unsinn! Nur ein Agent mit meiner Erfahrung und Ausbildung kann unter diesen Umständen erfolgreich sein. Aber hatten Sie nicht eine Mission für mich? Und das habe ich auch, Special Agent. Und dass die super wichtig ist? Und das ist sie, Special Agent. Wie wichtig kann es wohl sein, die First Lady zu beschützen? Extrem wichtig, Sir. Hätte ich selbst nicht besser sagen können. Sie sind ein verdammtes Genie, Miller. Sie würden einen feinen Major abgeben. Nichts ist wichtiger als die First Lady. Und vor wem beschützen wir sie, Sir? Genau das müssen wir noch herausfinden. Genau das. In unseren Reihen ist ein Doppelagent. Ein Verräter. Das war in Realität aber durchaus anders gewesen. Der kam bestimmt rein und sagte, hier, kümmere dich mal drum. Lass es nicht nur mich machen, ich habe zu tun, ich muss schreiben. So ähnliches. Oh, oh, oh. In der kindlichen Vorstellung, ja, eine wichtige Mission. Wirklich bitter, was ich für eine Kindheit hatte. Während ich bei meiner Mission in der streng geheimen U-Boot-Basis bin und 1, 2, 3 Bomben entschärfe, werden Sie der Schatten der First Lady sein. Sie folgen ihr, wohin sie auch geht. Aber sie bleiben unauffällig. Denken Sie daran, verdächtige Aktivitäten festzuhalten, die uns helfen könnten, den Verräter zu entlarven. Und vergessen Sie nicht, dass es jemand aus dem Umfeld der First Lady sein könnte. Sir, ja, Sir. Viel Glück, Major in Spee, Miller. Sie geht wahrscheinlich in Ihren fremd Händen. Und wir sollen das überprüfen. Wir sollen also die angebliche Affäre aufdecken, aber ich vermute mal eher, dass wenn das sich die Dame Hilfe holt, die Mutti. Du stiftest dein eigenes Kind an, dass die Mutti überprüft werden soll. Das ist auch schon interessant. So. Ach Mann. Wo ist die andere? Gute Frage. Die rote Figur haben wir ja, genau die rote haben wir ja genommen, als wir unterwegs waren im Auto. Oh Gott, das ruckelt aber gerade. Hier? Schon gut, Schätzchen. Lieutenant Flanagan, hören Sie mich? Jawohl, Sir, wie Sie es befohlen hatten.
Haben Sie Sichtkontakt zur Präsidentensuite? Laut und deutlich, Sir. Gut. Melden Sie sich, wenn sie in Richtung Konferenzzentrum aufbricht. Sie darf mich auf keinen Fall sehen. Verdammt nochmal, Flanagan! Sie sollten sich doch melden, wenn sie die Präsidentensuite verlässt. Sie ist im Esszimmer. Verfolgen Sie sie und unten bleiben. Gefällt mir schon mal gar nicht, meine eigenen Eltern zu beschatten. Okay, können wir nochmal ins Zimmer vom Vater gehen? Weil da würden mich schon einige Sachen interessieren. Können wir... Ich wollte nochmal ins... In Jennys Zimmer. Claire, wie geht's dir? Nein, dein Bruder ist gerade weg, um einzukaufen. Ach, sie ist so ein Schatz. Ja, sie kriegt jede Menge frische Luft. Ich mache jetzt das Abendessen, aber so in einer Viertelstunde bringe ich sie zum Aussichtspunkt am See. Ja, der See an meinem Haus. Warum soll das gefährlich sein? Keine Sorge, ich lasse sie ja nicht nah ans Geländer. Wir sitzen einfach auf einer Bank. Okay. Ich sag ihm, dass du angerufen hast, wenn er wieder da ist. Okay. Warum sie genau das macht, frage ich mich, aber egal. Oh. Flanagan, ich habe ihn doch befohlen, die Präsidentensuite nach Mikrofonen abzusuchen. Hab ich doch auch, Sir. Aber da waren keine. Tun Sie mir einen Gefallen. Machen Sie einen Termin beim CIA-Augenarzt, ja? Für wen denn? Tun Sie es einfach! Ich habe so das Gefühl, dass es hier gleich zur Sache gehen wird. Ach komm, die kleine Süße. Ist das ein bisschen auch Geschwisterneid in irgendeiner Art und Weise? Könnte es auch sein. Gibt es hier sonst noch was? Das Bild? Aus glücklicheren Tagen? Ein Heizstrahler? Eine Puppe? Immer noch Kleenex-Tücher? Mhm. Gibt es im Bad irgendwas? Von Interesse, hier ist was. Was für eine Farbe? Ja, ich weiß, was er macht. Wer hätte es gedacht, dieses Typische. Mit geheimer Mission. Im Dschungel. Da fehlt immer noch was. Ja, mal dich ruhig an. So. Gibt's hier sonst irgendwas Interessantes? So, was müssen wir erst noch machen? Wir müssen. Jenny! Nein! Mein kleines Schätzchen! Komm schon, Kleines. Du musst langsam aufwachen. Wer möchte die schöne Aussicht am See genießen? Komm schon, sei kein kleiner Faulpelz. Sonst gibt's Ärger von deiner Tante Claire. Du wirst schon sehen. Es ist so wunderschön da draußen. Und wenn wir wieder zurück sind, kriegst du deine Flasche. Das gefällt dir, oh, was? Das war knapp. Okay. Was ich mich noch gerade frage, ist, warum sie gar nichts in seine Richtung sagt. So, ich habe mir einen Termin beim Augenarzt geben lassen. Okay. Okay, schön, Flanagan. Ja. Stets zu Diensten, Sir. Nicht gerade die hellste Kerze am Baum. Mal ehrlich, keine Ahnung, warum manche Leute überhaupt geboren werden. Diese Aussage in Bezug dessen, dass es hier gerade um die kleine Schwester geht, ist ein bisschen schwierig. Aber gut. So, ich gehe einfach nochmal die Windel sage ich schon. Die wilde Runde in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwas Kleines entdecken können. Ha,
Dachte ich's doch. Feindliche Botschaft entschlüsselt. Cleverer Spion Miller wittert was. Mit dem Plan unter äußerster Vorsicht fortfahren. Zum Glück für uns war das nicht in der Muttersprache des Verräters verfasst. Ist schon hübsch, seine kindliche Vorstellung, muss man ja sagen. Wir haben diese Briefe des Feindes an den Verräter vor einiger Zeit abgefangen. Doch selbst unser Supercomputer kann keine Babysprache entschlüsseln. Ach, Mann. Es ist witzig wie traurig zugleich. So, hier haben wir nochmal das Bild von Großeltern, aber die sind gerade irrelevant. Gut, dann gehen wir halt raus. Achso, halten. Präsidentengarten. Verfolgen Sie die First Lady, Sir? Noch nicht. Ich brauche zuerst meinen Tarnhelm, aber ich finde ihn nicht. Oh, ich hab den für Sie gewaschen, Sir. Hab ihn im Hangar gelassen, bei den Panzern und Motorrädern. Weil mit dem Finger die ganze Zeit mit der schwarzen Mascara-Farbe, was auch immer. Da lässt er natürlich schon überall schöne Abdrücke. So, Heizstrahler, den kennen wir inzwischen auch schon. Das Fahrrad geht wieder. Hieß es nicht, dass das Fahrrad danach nicht mehr nie wieder gefahren ist, wurde nie wieder gebaut? Wird dran was gemacht? Makelloses Design von unserem Chefingenieur Captain Samuel Franklin. Wobei, warum hat der Dschungeltarnhelm keine Dschungeltarnung, Flanagan? Hab ich abgemacht, Sir. War nicht aerodynamisch, Sir. Fahrrad am Dschungel, ist das des Weiteren so eine kluge Idee? Aber egal. Kindliche Fantasie, alles gut. Wieder mal ganze Arbeit von unserem Chefingenieur Captain Samuel Franklin. Ich würde mal sagen, das Fahrrad ist jetzt genauso noch eine Schrott. Also im baufälligen Zustand wie schon ein Update zur Position der First Lady Flanagan. Sie hat das gelbe Blumenbeet durchquert und ist nun am Aussichtspunkt. Na dann gehen wir auch mal in die Richtung. Gucken uns nochmal die Ziele an. Fotos machen und Leute mischen in sichere Entfernung. Ah, okay, sichere Entfernung. Kann natürlich auch vom Baumhaus aus sein. Ich würde das von dort aus mal probieren. Oder? Okay, vielleicht ist es auch so, dass wir erst versuchen, ihr zu folgen, dann feststellen, dass es vielleicht zu nah ist und dann sagen, vielleicht Baumhaus. Sehen wir sie hier oben mit jemandem? Nicht wirklich, oder? Süß. Bist du ein kleiner Faun? Achso, und die Leute mischen. Das ist, nett. Okay. Heiliger Bimbam! Ja, Sir? Der Doppelagent manipuliert die First Lady. Sie legt uns rein. Sir? Sie hat einen Mikrochip aus meinem Safe geklaut und wirft mir vor, ich hätte ihn für den KGB herumliegen lassen. Und die First Lady glaubt ihr auch noch. Na, wenn das nicht verdächtig ist. Best noch mit Blitzlicht oder sowas, sodass sie auffällt, das Kind wach wird. Der Vater hat uns wahrstens was missbraucht, um der Mutter hinterher zu schleichen. So, das ist natürlich in unserer Bestvorstellung.
Die Realvorstellung wird bestimmt ein bisschen anders sein. Hat sie sich mit jemand anderem getroffen? Hat der Vater so nett formuliert? Ich glaube nicht. Haben wir ein funktionstüchtiges Fahrrad? Ich glaube auch nicht. Tja, und das ist dann auch schon alles, schätze ich. Sollen wir? Ah, Hypnose. So, was haben wir? Wir haben bestimmt den Anfang. Das Lied vielleicht nicht unbedingt, aber schon, wo es darum geht. Wenn der Vater reinkommt. Passend zum Text also, was im Hintergrund passiert. Neue Mission, Flanagan. Ein KGB-Agent hat den Präsidentenpalast mit nur einem einzigen Ziel infiltriert. Ein Keil zwischen Präsident und First Lady zu treiben und das Ende einer guten, langjährigen Allianz einzuläuten. Aber damit kommt der KGB nicht durch. Wir werden den Verräter entlarven und unsere Nation retten. Also, der Vater hat keinen direkten Auftrag gegeben, sondern er hat sich selber dies zur Aufgabe gemacht. Okay, anders als ich vermutet hätte, weil gerade der Vater uns Alkohol hat holen lassen, wäre es natürlich unmöglich gewesen, dass wir das machen müssen. So. Sie waren nicht von dem ganzen Text besessen, oder? Nur von einem Satz. Lass, Johnny, lass sein. Mag sein. Ich weiß, dass Sie die fehlende Figur doch noch gefunden haben. Mom gibt sie mir später. Sie wird ein bisschen wütend sein. Wie sehr man sich über solche kleinen Figuren freut damals. Ohne Funktionalität, weil man einfach selber sich... Es ist wie, wenn man... jetzt ein Set mit 300 Lego-Steinen hat oder ein Set nur mit 30 Lego-Steinen und man kann diese 30 Lego-Steine anordnen, wie man möchte und daraus die größten Abenteuer machen und aus wenigen Steinen auch irgendwas Kleines bauen, das was Neues ergibt. Die Fantasie macht es halt möglich. So, okay. Genug Geschwafel eines alten Mannes. Geht weiter. Warum vertrauen Sie Ihrer Schwester Jenny nicht? Weil sie Moms gesamte Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt. Und dann kann sie nicht bei mir oder Dad sein. Und dann wird Dad wütend. Na gut, aber sie ist ein junges Kind. Ich meine, was erwartest du? Ändert sich ja dann auch wieder. Verrat. So, jetzt werden wir sehen... Was ist der Verrat an sich? Es ist dann der Aussichtspunkt schon. Und es ist...
Wollte gerade fragen, hat er die Nase von ihm? Okay, das ist offensichtlicher, als man es denkt. Es könnte immer noch sein, dass sie Zuflucht gesucht hatte bei ihm. Schon mit dem Kind von unserem Vater. Aber sie küssen sich, er darf das Kind sogar auf den Arm nehmen. Das ist schon... Es ist der Police Officer, der später die Narbe hat. Was haben Sie gedacht, als der Polizist kam, Eddie? Nick Reyes. Dass er jemanden für schlechtes Benehmen verhaftet. Natürlich Jenny. So. Ja, oder weiß ich nicht. Achso, das Kind ist gar nicht wichtig. Warum machen Sie diese Fotos? Weil früher war es einfach besser. Das heißt aber andersrum, der Vater hat uns wirklich keinen Auftrag gegeben. Wir haben von uns aus diese Fotos gemacht und damit diese Liebschaft enthüllt. Und damit haben wir wahrscheinlich den Vater den Dolchstoß ins Herz versetzt, wodurch er erst recht damit angefangen hat oder es zu diesem Unfall kam. Also nichts rechtfertigt Mord, ja. Also, ich sage aber, es könnte sein in unserem jugendlichen Leichtsinn, dass wir uns halt ein bisschen nicht mehr geliebt gefühlt hatten als Kind. Oh, ist das unangenehm. Ich finde es übrigens immer noch sehr gut gemacht. Mir ist vollkommen klar, dass es wieder so ein interaktiver Film ist, wie es manche gerne nennen. Wer ein bisschen mehr Rätsel will, muss vielleicht Edith Finch angucken. The Vanishing of Edith Finch. Aber das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Wie hat Jenny diese Figur in die Finger gekriegt? Manchmal schläft Dad morgens oder nachmittags in Moms und Dads Zimmer. Und Mom wechselt dann Jennys Windeln auf meinem Bett. Dann gehe ich raus zum Spielen. Was haben Sie da gedacht, Eddie? Dass Jenny nicht böse ist, sondern der Polizist. Böse. Ah. Krass. Auch anders als ich dachte. Wie gesagt, ich dachte, der Vater hat es in Auftrag gegeben. Er hat es selber gemacht. Und damit kann es so sein, dass sich ein bisschen selber dafür verantwortlich macht, was dann passiert. Heide Witzka. Aber es ist immer noch, das sind noch die Stränge seiner Vergangenheit. Es führt noch nichts zu Faye gerade. Ich glaube, dieses Fass machen wir als nächstes erst auf. Da müssen wir bestimmt als Polizisten ein bisschen was erfahren erstmal. Und was das mit den Samuel zu tun hat. Ich glaube immer noch, dass es da zwischen Faye und ihm, also der Esther, was Wichtiges gibt. Was? So schlimm kann es nicht sein. Tja, ich bin Auge des Betrachters. Also... Sie erzählen es mir jetzt doch, oder? Sie unterdrücken und verdrehen ihre eigenen Erinnerungen seit... Ihr Vater war nicht der, an den Sie sich erinnern. Irgendwann, als sie noch klein waren, wurde er obsessiv. Er fühlte sich verloren. Er fing an zu trinken.
Okay. Die 10 bis zu dem Tod des Vaters haben wir nochmal gesehen, also bis auf diese. Was mag jetzt, wie mag er weiter reagieren? Komplette Ablehnung? Zweifelt er? Aber warum habe ich das getan? Jenny. Viele ältere Brüder sind eifersüchtig auf ihre Geschwister. Das ist normal. Das hätte sich gelegt. Das war alles meine Schuld. Nein, war es nicht. Das Bild hätte ich nicht... Es wäre genauso passiert. Früher oder später hätte ihr Dad es herausgefunden. Und statt einem Unfall wäre es dann eben eine Ohrfeige, ein Schlag, ein Stoß oder ein Messer gewesen. Und was soll mir das jetzt bringen? Sie schleppen seit Jahren diese Schuld mit sich herum. Sie haben sich in einem Gefängnis aus falschen Erinnerungen verkrochen. Vor sich selbst. Vor allem. Und das nagt an ihnen. Aber sie müssen damit abschließen. Krass, dass diese Höhe ihnen schon Probleme bereitet. Zweimal LBs drücken müssen. Nicht aus dem Fenster stürzen. Maikung. Für ein Auto sieht das schon ganz ordentlich aus, oder? Vom Körperbau. Kapitel 4. Schrei in der Nacht. Könnte man es auch titulieren. Gut, dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht und ob langsam das mit Faye aufgeschlüsselt wird und was mit Samuel passiert ist. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.